Wir schwenken auf das Element Regen um und ich möchte ausführen zur raumzeitlichen Entwicklung des Starkregenverhaltens in Sachsen. Jetzt muss ich mich erstmal ein bisschen einfuchsen, ja, das ist richtig. Und wenn ich über diesen Titel reden möchte, dann geht es eigentlich darum, um das Sichtbarmachen von Änderungen. Das Wort Sichtbarmachung, da steckt relativ viel dahinter. Sie haben das auch schon einleitend vom Herrn Schönwiese aufgedeckt bekommen. Es geht, man braucht dazu eine Datengrundlage, man muss sich über eine Definition einig sein und man braucht natürlich auch noch ein geeignetes Methodenspektrum und was immer noch gut ist, es ist immer gut, wenn man auf dieselbe Datengrundlage unabhängige Verfahren aufsetzt oder laufen lässt, um seine Ergebnisse auch zu plausibilisieren. Wir reden hier immerhin um ein recht in Raum und Zeit heterogenes Element, Niederschlag und damit ist es allgemein schwierig umzugehen. Worüber möchte ich reden? So wie ich jetzt gerade eben schon eingeführt habe, ist, ich muss natürlich dann auch meine Ergebnisfolien vorbereiten, indem ich sage, welche Datengrundlage, wie wird bei uns Starkregen definiert oder wie wird hier Starkregen definiert und welche Verfahren wurden angewendet. So, dann möchte ich ein paar Ergebnisse zeigen, eine Zusammenfassung und dann noch einen Ausblick geben, und zwar auf das, was wir vorhaben. So, wir sind bei der Datengrundlage, Definition und den Verfahren. Die Datengrundlage bildet sich aus Zeitreihen täglicher Niederschlagssummen für ca. 20.000 Pseudostationen. Das bedeutet letztendlich, wir haben hier tägliche Rasterfelder flächendeckend für Sachsen vorliegen. Ja? Und das im Zeitraum 1961 bis 2015. Diese 1 Kilometer Rasterdaten, diese täglichen Niederschlagsfelder, die wurden mit einem Werkzeug aus Rekis interpoliert. Sie müssen sich das letztendlich so vorstellen, wir haben für jeden Tag von 61 bis 2050 chronologische Abfolge, haben wir wie so ein Layer übereinander und dann können Sie quasi von oben die Lage korrespondierenden Rasterzellen, können Sie dort die Zeitreihe raus extrahieren und dann können Sie quasi diese Zeitreihen nach bestimmten Verfahren analysieren und wenn Sie die Ergebnisse einfach georeferenziert abdrucken, haben Sie schon automatisch eine flächenhafte Verteilung. Also wir tun nicht an Punkten das Ergebnis erzeugen und dann in die Fläche bringen, sondern wir bringen die Datengrundlage erst in die Fläche und dann werden die gewünschten Ergebnisse herausgezogen. Dann müssen wir aus der gesamten Datengrundlage müssen wir die Stichprobe ja verkleinern, weil wir ja Aussagen zu Extremen machen wollen. Und hier kommt der schon eingeführte Perzentilansatz wieder dazu. Ich werde das dann noch mal kurz zeigen, wie Perzentile beim Niederschlag bestimmt werden. Und der Herr Schönwiese hat heute auch schon den Begriff Extremwertstatistik eingeführt. Ich werde das auch machen und zwar, ich werde sogenannte partielle Serien, die bestehen aus einer gewissen Anzahl der größten 24-Stunden-Regen eine extremwertstatistische Analyse machen. Also hier ist dann auch eine Starkregenaussage mit Wahrscheinlichkeitsaussage das Ergebnis. Das zielt so ein bisschen in die Absicherung der Aussagen zur geänderten Intensität. So, welche Verfahren wurden jetzt auf diese Stichproben angewendet? Und das kann man hier zuordnen, weil ich immer die gleichen Farben verwendet habe. Ja? Also die Perzentile werden analysiert mit einer sogenannten Kernschätzung. Ich werde das dann zeigen, damit Sie eine Vorstellung bekommen, was gemacht wird. Ja, ich werde das nicht im Detail erklären. Letztendlich ist das Ergebnis von einer sogenannten Kernschätzung, man kann damit die Überschreitungswahrscheinlichkeit für das Auftreten solcher Starkregenereignisse als Funktion der Zeit beschreiben. Das ist ein sehr großer Vorteil. Und dann noch die extremwertstatistische Analyse. Ist schön, dass das mein Vorredner Herr Schönwiese schon eingeführt hat, da ist das damit bekannt. Ja? Und wir können Zeit sparen. Ja? So viel dazu. Jetzt geht es darum, dass wir die Datengrundlage, die wir verwenden, von der müssen wir natürlich wissen, was sie wert ist. Zumal, ich habe das ja vorhin auch schon eingeführt, wir tun nennen wir es mal Rohdaten, also an Stationen gemessenen Daten, erstmal verarbeiten zu einer flächenhaften Aussage mit Gruppen von Interpolationsverfahren und auch dort baut man sich dann Unsicherheiten rein. Und es ist immer gut, wenn man die vorher kennt, wenn man seine Datengrundlage kennt. Dazu habe ich Ihnen hier mal zur Plausibilisierung eine Abbildung mitgebracht, die zeigt den raumzeitlichen Zusammenhang zwischen
der Schätzung anhand einer distanzabhängigen Korrelationsanalyse. Und jetzt wieder kurz ein Bild, was ist das letztendlich? Ich hatte ja vorhin erzählt, wir haben in Sachsen, wenn wir 1 Kilometer Raster drüber legen, ungefähr in der Größenordnung 20.000 Rasterzellen. Ja? Und dann hatte ich ja schon gesagt, dass wir für jede Rasterzelle eine Zeitreihe extrahiert haben. Ja? Und jetzt machen wir für jede Zeitreihe, also wir tun Paare bilden von Rasterzelle zu Rasterzelle und hier ist jede Kombination möglich ohne Wiederholung. Es sind recht viele Rechnungen, die Sie da machen. Und für diese Rasterzellenpaare, die eine gewisse Entfernung untereinander haben, machen Sie mittels der beiden vorhandenen Zeitreihen einfach eine Korrelationsanalyse. Und das Ergebnis, den Korrelationskoeffizienten, tragen Sie in Abhängigkeit der Entfernung zwischen den beiden Rasterzellen, die wird hier unten abgetragen, und hier auf der Höhenachse die Korrelation, tragen Sie das einfach nur auf. Na, da sieht man, ob der Datensatz in sich konsistent ist. Ja, so hier als schwarz dargezeigt, das ist, der Mittelwert. Und das Grüne, ups, ich komme auch immer irgendwo drauf, wo ich nicht drauf kommen möchte. Ja, und das Grüne ist das absolute Maximum und das Blaue das absolute Minimum. Es ist klar, dass das nach oben hin mit 1 gedeckelt sein muss. Und was kommt hier letztendlich einfach nur raus? Die Aussage, dass der Kausalzusammenhang besteht, dass Orte, die näher beieinander liegen, mehr was miteinander zu tun haben, als die weiter weg voneinander liegen. Ja? So. Das ist ganz einfach. So, jetzt kommt aber noch was Zweites. Jetzt müssen wir auch noch gucken, wie das zur Datengrundlage passt. Also letztendlich den Input, die Stützstellen, aus denen ich letztendlich eine Flächeninformation gemacht habe, wie passen die zueinander? Also dort liegt ja letztendlich auch die Unsicherheit drin. Und dazu habe ich Ihnen hier eine Abbildung mitgebracht, die zeigt die Abweichung in Prozent des mittleren Jahresganges auf Basis von Monatssummen, die sich aus den Tagessummen aggregiert, ja, zwischen der Schätzung und den Stützstellen. Und das geht ja immer nur lagekorrespondierend. Also es sind Rasterzellen rausgegriffen worden, dort wo auch von der Georeferenziertheit die Stützstelle drin liegt. So, was sieht man hier letztendlich? Ich fange vom gröbsten an. Maximum, absolutes Minimum. Das hat so ungefähr ein Schwankungsintervall von ±2%. Wenn wir uns Mühe geben, finden wir hier vielleicht sogar einen kleinen Jahresgang drin. Würde ich aber jetzt mal nicht überbewerten. Aber was sieht man? Der Modalwert liegt exakt auf der Nulllinie. Und leicht darüber sieht man das 25 bzw. 75 Quantil. Also es ist eine gute Qualität für Niederschlagsinterpolationen. Somit haben wir, was ich jetzt hier damit exemplarisch zeigen wollte, ist, man muss seine Datengrundlage, auf der man Analysen macht, die in Richtung Starkregenfall gehen, genau kennen. So, dann hatte ich vorhin noch gesagt, bei der Definition der sogenannten Perzentile, weil das hier in dem Fall beim Niederschlag ein kleiner Unterschied ist, wie man vorgeht im Vergleich zur Temperatur, möchte ich das ganz kurz am Beispiel der Messreihe Dresden-Klotzsche zeigen. Und zwar sind hier unten die täglichen Messungen für den Niederschlag von 1961 und nur bis 1990 aufgeteilt, weil wir brauchen ja, wenn wir Aussagen zu Änderungen machen wollen, das Starkregenverhältnis, immer einen Referenzzeitraum. Und der ist immer von der WMO festgelegt mit 1961 bis 1990. So, dann machen wir einfach mal noch Folgendes. Wir tun von dieser Zeitreihe alles eliminieren, was kleiner ein Millimeter ist. Ein Millimeter pro Tag. Ja? Dann tun wir genau diese Stichprobe der Größe nach ordnen. Ja? Beginnen mit dem kleinsten und dann mit dem größten. Ja? Und das, was hier unten als Perzentil aufgeteilt ist, letztendlich auch eine Einteilung des Stichprobenumfanges. Letztendlich hier wären 100% und hier wäre eben die Hälfte der Werte hier bei 50%, die liegt eben hier in dieser Größenordnung. So, und was man letztendlich hier anhand dieser Farben zeigen kann, die größten 10% der Werte, das müsste hier blau gezeigt sein, ja, das wäre der Schwellenwert für das 90%-Perzentil, die wären nur in die Untersuchung einbezogen. Ich habe das hier in den Folgefolien immer mit R90P bezeichnet. Also falls ich dann diese Abkürzung immer verwende, ist klar, was damit gemeint ist. Und auch hier in der Definition, dass wir uns ein bisschen absichern, ist es immer empfehlenswert, noch eine zweite Starkregengröße mitzuführen. Und das haben wir hier dem etwas extremeren Starkregenereignis, und das ist das 95%-Perzentil. Also hier wären in die Untersuchungen nur die 5 größten Prozent
einbezogen. Ja? Und dann habe ich das mal anhand dieses 95% Perzentils, was hier in Dresden bei 16 mm pro Tag liegt, das habe ich hier mal eingetragen, rot, das können Sie sehen. Und was uns ab jetzt in der Folge nur noch interessiert, sind alle die Säulen, die drüber hinaus gucken. Und was uns jetzt nicht interessiert ist, wie weit sie oben drüber hinaus gucken, sondern nur, dass sie drüber hinaus gucken. Und das sieht man hier unten in der nächsten Folie, das hier, ja, das sind einfach nur die Säulen, die drüber hinaus gucken. Und die behalten ihren Zeitbezug. Ja. Und daran sieht man, dort wo es dichter ist, ist ein gehäuftes Auftreten. Und dort wo es weniger dichter ist, ist ein selteneres Auftreten. Und das wird jetzt mit der sogenannten Kernschätzung, was eine zeitlich gleitende Wichtungsfunktion ist, wird das quasi, kann die Überschreitungswahrscheinlichkeit als Funktion der Zeit beschrieben werden. Ja? Gut, soweit dazu. Kommen wir zu ein paar Ergebnissen. Ich habe hier immer links eine Verteilung von irgendwas für Sachsen gezeigt, damit Sie sozusagen eine Vorstellung fürs Muster bekommen. Und da Herr Goldberg heute schon damit angefangen, unsere Verteilungsmuster zeigen immer häufig die Orographie anders eingefärbt. Ja. So, und diese flächenhafte Verteilung, die ich hier exemplarisch gezeigt habe, damit zeige ich immer irgendeine Aussage für das 90% Perzentil. Und auf der rechten Seite ergänzend sind Boxplots dargestellt, die die ganzen ca. 20.000 Rasterzellen, die hier so drin sind, zusammenfassen, damit man eine Übersicht, also einen Überblick bekommt, wie ist denn wertmäßig die Verteilung. 90% Perzentil, das ist sozusagen die Auswertung von den ca. 20.000 Rasterzellen. Und das, wenn hier noch die Karte für das 95% Perzentil dastünde. So, zur flächenhaften Verteilung, das nehmen wir zur Kenntnis, das haben wir heute vom Prinzip her schon ein paar Mal gehört. Was ist jetzt hier gezeigt? Hier ist quasi die Regenmenge, dass man mal eine Vorstellung dafür bekommt. Hier ist die Regenmenge gezeigt für den Schwellwert des 90% Perzentils. Also ab wann ist es ein 90% Perzentil? Wir reden hier von im Mittel über Sachsen in der Größenordnung von 13 mm pro Tag. Sie sehen dann hier die Maxima, hier noch die Minima. Und wo Sie jetzt räumlich die Maxima zuordnen können, das sehen Sie hier anhand der Karte. Das, was man sich merken kann, das eher moderatere Niederschlagsextrem, Größenordnung 13 mm pro Tag. Rechts, wir gucken wieder nur auf das Quadrat hier, vom Mittel her, das etwas stärkere Starkregen, wir sind hier in der Größenordnung von ungefähr 17 mm pro Tag, damit Sie mal eine Vorstellung von der Größenordnung haben. So, halt, ich muss noch was sagen. Hier dargestellt für unsere Referenzperiode 1961 bis 1990. Wollte ich noch ergänzend dazu sagen. Die nächste Karte zeigt wieder für das R90P die Überschreitungstage. Also das heißt, wann der lokale Schwellenwert erreicht bzw. überschritten wurde. Und gucken Sie bitte nicht hier unten hin, weil das ist die kumulative Anzahl über die 30 Jahre. Schauen Sie sich bitte hier den Boxplot an. Das ist eine Aussage aufs Jahr gemünzt. Und wir haben ungefähr eine Auftretenshäufigkeit für das R90-Perzentil im Flächenmittel für Sachsen in der Größenordnung von 13 Mal im Jahr. Erwartungsgemäß das etwas stärkere Niederschlagsextrem, weniger. In der Größenordnung merken wir uns das mal zwischen 6 und 7 Mal im Jahr. Auch hier wieder die Extreme, also das häufigere Auftreten, also die Abweichung nach oben vom Mittelwert und die nach unten, können Sie hier zuordnen, wo sich das dann räumlich befindet. Ja? Und jetzt gibt es noch eine andere spannende Aussage. Wenn dann das Ereignis auftritt, wie intensiv ist es denn überhaupt? Also wie viel Niederschlag fällt an diesem täglichen Ereignis? Hier wieder die flächenhafte Verteilung dargestellt für das 90-Perzentil. Und was haben wir hier für eine Größenordnung der Werte? Wir sehen wieder bei dem moderateren Starkregen, in der Größenordnung, nennen wir es 20 mm pro Ereignis, ist eine mittlere Intensität pro Ereignis gesehen auf das gesamte Jahr. Ja? Dagegen bei dem etwas stärkeren Starkregenereignis sind wir hier bei einer Größenordnung von 25
Millimeter pro Tag. Also hier geht es nicht darum, wie groß ist der Schwellenwert, sondern hier geht es um die Ereignisse Schwellenwert erreichen und überschreiten. Ja? So, und jetzt kommen wir langsam, jetzt werden wir langsam den Titel gerecht, und zwar, es ging ja um Sichtbarmachen von Änderungen. Dazu haben wir hier wieder, ich habe jetzt mir gespart, Karten zu zeigen, weil irgendwann wird das farblich nicht mehr verarbeitbar. Deswegen habe ich mich für die Boxplots entschieden. Die zeigen wieder dasselbe. Also letztendlich alle ca. 20.000 Rasterzellen, hierzu noch, dass man einen Eindruck von einer Verteilung bekommt. Die linke Abbildung, die Überschreitungstage, die rechte Abbildung, die mittlere Intensität. Hier haben Sie immer die beiden Starkregendefinitionen. Und was ist gezeigt? Einfach nur die Änderung von 1981 bis 2010 gegenüber unserer Referenzperiode. Also die Karten, die ich Ihnen jetzt hier vorher alle gezeigt habe, 1961 bis 1990, und zwar bezogen aufs Jahr. Gucken Sie bitte auch, wenn wir hier Überschreitungstage und mittlere Intensität haben, auf die Skalierung der Höhenachse, damit man ein bisschen unterscheiden kann, was ist denn hier die stärkere Aussage und was ist jetzt hier die schwächere Aussage. Die stärkere Aussage ist ganz klar, das Auftreten solcher Ereignisse, dass die zugenommen haben. Wir sind hier bei der moderateren Definition in der Größenordnung nach, was sagen wir denn hier dazu, 6-7%. Wobei hier dann schon auffällt, dass die Zunahme, also das häufigere Auftreten von der Größenordnung zwischen den beiden Starkregendefinitionen in der Größenordnung sich ähnelt. Ja? So, bei der mittleren Intensität, da haben wir hier eine bedeutend kleine, also Zunahme, Schwerpunkt ist, zeigt eine Zunahme an bei der Intensität, bezogen aufs Jahr, ja? Aber in einem bedeutend kleineren, nennen wir es, plus 2%. Im Flächenmittel zu Sachsen. Sie sehen aber hier auch anhand, wenn man sich das über dem Mittelwert und unter dem Mittelwert anguckt, es gibt auch Flächen, wo das nicht so ist, wo es abgenommen hat, aber es gibt auch Änderungen mit mehr als mit in der Größenordnung 10, 6, 7. Ja, und jetzt stellt sich ja die Frage, was ist denn das überhaupt auf im Mittel, was ist denn das überhaupt wert, diese 2% Intensitätsänderung? Also ab wann kriege ich denn jemanden aus seinem Sessel hervorgehoben, der sagt, alles klar, hier ist was. Und das, also diese Frage zu beantworten, die obliegt natürlich nicht mir, aber was ich dazu sagen möchte ist, stellen Sie sich bitte vor, dieser Regen fällt ja auf unterschiedliche Systeme drauf, das sind eher naturnähere Systeme, die haben ein viel größeres Pufferungsvermögen als beispielsweise urbane Systeme. Also ich sage mal, ein städtisches Kanalsystem, das hat eine ganz andere Sensitivität gegenüber solchen Änderungen als jetzt irgendein natürliches Einzugsgebiet oder ein Einzugsgebiet mit einem hohen Natürlichkeitsgrad. Ja? Aber ich muss noch mal sagen, das obliegt mir das nicht zu bewerten, aber wir haben morgen dazu Vorträge, zum einen aus der Hydrologie, zum anderen aus der Landwirtschaft. Und eventuell, dann hatte ja auch, gibt es morgen noch 3 Jahre Reklam, was haben wir, das ist ein Stadtgebiet, eventuell hat ja auch der Herr Korndörfer dazu eine Aussage. Jetzt wissen wir erstmal das Signal, um was es hier so grob geht, wenn es um die Änderungen geht, der Auftretenshäufigkeit und der mittleren Intensität. Jetzt kann ich Ihnen das leider nicht ersparen, dass wir trotzdem immer in die Fläche reingucken müssen. Ne? Gucken Sie bitte nicht in die Tiefe der Farben rein, sondern einfach nur blau wird mehr und orange wird einfach nur weniger. Was ist hier dargestellt? Wieder die Änderung 81-10 gegenüber 61-90 für die Überschreitungstage. Unsere beiden Definitionen. Die Hauptaussage ist klar, die haben wir schon eine Folie vorher gezeigt. Tun Sie die beiden aber mal bitte visuell übereinanderlegen. Das ist eine Untersetzung von dem, was vorhin auch der Herr Schönwiese gesagt hat. Je detaillierter man reinguckt, umso neuere Ergebnisse findet man letztendlich immer. Ne? Was sehen Sie denn jetzt hier am Beispiel? Was nehme ich mal für ein Beispiel? Das hier eins in der Gegend? Oder legen Sie einfach mal hier oben, sieht man Flächen. Wenn Sie die übereinanderlegen, gibt es zum Beispiel eine Zunahme für die stärkere, also für die, das sind 95% Perzentil, aber wenn wir uns das jetzt hier mal für das 90% Perzentil nehmen, dann die Signale sind nicht immer gleichgerichtet. Noch eine kleine ergänzende Bemerkung, hier ist ein Übergangsbereich weiß dargestellt. Ja, das macht man, um sagen wir mal, seine Interpretation nicht zu
Oder anders, damit man die Aussagen nicht zu wie bitte? Ja, richtig, dass man es nicht überstrapaziert ist. Dankeschön. Ich hatte ja vorher angefangen, wir müssen uns über die Datengrundlage unterhalten, wir müssen uns über Methoden und Definitionen unterhalten. Da stecken immer irgendwo Unsicherheiten drin, die sich dann zu einer gewissen Größenordnung aufkumulieren. Und der Sache begegnet man, indem man Umkehrbereiche einfach ausweist. So, was wir uns jetzt hier in der nächsten Folie angucken, das ist dasselbe für die mittlere Intensität. Und tun Sie das auch mal bitte hier übereinanderlegen. Derselbe Effekt. Ja. So, und jetzt ziehen wir mal nochmal die Aussagen ein bisschen zusammen. Und zwar habe ich jetzt hier sogenannte Kerngebiete mal ausgewiesen. Hier für die Überschreitungstage und hier für die mittlere Intensität. Und zwar dort, wo Signalkonsistenz über beide Definitionen besteht. Also eine relativ, das ist eine Ausweisung von Flächen oder ein Anzeigen von Flächen, wo die Aussage relativ robust ist über diese beiden Definitionswege. Ja. Und auch hier, was sich hier an Aussage erhalten bleibt, legen Sie es wieder visuell übereinander. Wir finden Gebiete, da hat beispielsweise die Überschreitungs, die Auftretenswahrscheinlichkeit zugenommen, dafür die Intensität abgenommen. Dann können wir das rumdrehen und in Summe gibt es da vier verschiedene Kategorien. Nehmen Sie mir nicht übel, dass ich das mir jetzt erspart habe, die Karten für die vier verschiedenen Kategorien zu zeigen, weil das wird alles dann in Summe nicht mehr verarbeitbar. Aber was bleibt stehen anhand der Zellen, denen eine Farbe zugeordnet werden könnte, also wieder blaue Zunahme, orange Abnahme, besteht bei den Überschreitungstagen ein Verhältnis von 12 zu 1. Das ist nochmal eine Unterlegung von dem, dass es die stärkere Aussage ist im Vergleich zur mittleren Intensität. Hier ist das Verhältnis 6 zu 1. So, jetzt interessieren vielleicht auch noch der Blick in das Jahr hinein. Deswegen haben wir hier selbsterklärend abgekürzt unsere vier Jahreszeiten. VP1 und VP2, das sind unsere Vegetationsperiode, auch wenn es da Definitionsabweichungen gibt, aber das können wir geistig, können wir VP1 mit dem Frühjahr zusammenlegen und VP2 mit dem Sommer zusammenlegen. Hier wie immer, die Boxplots zeigen wie immer dasselbe an. Nulllinie, was können wir Frühjahr, Sommer beziehungsweise VP1 und VP2 feststellen? Wir haben weitgehend flächende Zunahme von der Auftretenshäufigkeit 1981 bis 2010 gegenüber unserer Referenzperiode. Ja. Demgegenüber stehen im Flächenmittel Abnahmen, was die Vegetationsperiode 1 beziehungsweise das Frühjahr geht. Das geht einher, dass dort ja sowieso unsere Niederschlagssummen auch abnehmen. So, und dann haben wir noch unsere zwei Übergangsjahreszeiten. Das ist der Herbst und das ist der Winter. Beim Winter ist es alles ein bisschen schwierig, dort eine Struktur drin zu finden. Da kann man sich auch keine Mühe geben und dann doch irgendwas finden. Das ist einfach heterogen, das müssen wir so sagen. Ja. Beim Herbst ist es aber letztendlich so, dass wir eine deutliche Zweiteilung haben, wobei das teilende Element die Elbe ist, westlich da davon mit eher häufigeren Auftreten von solchen Ereignissen und östlich davon mit eher seltenerem Auftreten. So, ich möchte mich jetzt noch mal ein bisschen an der Vegetationsperiode 1 bzw. Frühjahr und Vegetationsperiode 2 bzw. Sommer festmachen. So, hier möchte ich Ihnen einfach mal nur die Karte zur Wirkung bringen lassen, wie das flächenhaft hier aussieht. Also es ist ein ganz klares Signal. Ja, in der Vegetation, das schaffe ich gut, ne? In der Vegetationsperiode 1, gucken Sie bitte auch auf die Beträge. Ja, in der Vegetationsperiode 1 eine klare Abnahme von der Überschreitungswahrscheinlichkeit. Und in der Vegetationsperiode 2 eine klare Zunahme, größenordnungsmäßig im Flächenmittel. Ich mache es mal wirklich echt rund, minus bzw. plus 15%. Ja, das sind schon Größenordnungen. So, was wir jetzt machen, das ist, jetzt schauen wir mal in den Transekt rein. Warum machen wir das überhaupt? Und zwar, wir machen das Folgendes, diese Karten, so wie ich sie Ihnen hier gezeigt habe, die Änderungen von irgendwas, so wie das da steht, die sind nämlich davon abhängig, wie sie aussehen, wie meine Referenzperiode heißt. Würde ich jetzt eine Änderung für diesen Zeitraum 81-10 darstellen wollen, aber setze als Referenz 51 bis 80 da dagegen, das Bild würde ganz anders aussehen. Und warum ist das so? Das kann man mit dieser Kernschätzungsmethode zeigen. Und dazu muss ich aber erstmal vorbereiten, die Bilder, die danach kommen, damit sie
eine Vorstellung haben, wo wir uns jetzt auch räumlich befinden. Und zwar ist hier ein Transekt drin. Das ist unser sogenanntes Nord-Süd-Transekt. Das geht vom Fichtelberg über Chemnitz so grob nach Torgau. Ja? Und genau für diese Rasterzellen, die sich da nord-südmäßig anordnen, haben wir doch die Zeitreihen da. Für die wir dort als Zeitfunktion die Überschreitungswahrscheinlichkeit berechnen können. Das zeige ich Ihnen jetzt hier genau mal in der nächsten Folie. Für die Vegetationsperiode 1, die von April bis Juni geht. Ne? Wir haben hier die Daten oder die Zeitreihe von 61 bis 2015. Methodenbedingt ist hier was ausgeweist. Das wird nicht gezeigt, das hat was mit Kletten zu tun. Ja? Aber es liegen Daten von 61 bis 2015 drin. Und dann habe ich hier so ein paar kleine Abkürzungen. F, das ist für unseren Fichtelberg. C ist Chemnitz, T ist Torgau. Sie haben hier die geografische Breite drin, damit Sie wissen so ungefähr, wo wir in dem Transekt so sind. Ja? VP1, und wieder unsere zwei Definitionen, wenn man so sagen, VP1 ist relativ unspannend. Ne? Diese Zahlen hier hinten brauchen Sie sich nicht angucken, nur die Farben sind entscheidend, dass man das so visuell ein bisschen auf sich wirken lassen kann. Also je röter das wird, umso stärker ist die Aussage, je, was ist das unten lilaner, es wird umso weniger treten diese Ereignisse auf. Also das heißt, die Abstände zwischen diesen Ereignissen sind größer. Ja? VP1, diese Abbildung, ist, die nehmen wir zur Kenntnis, ist relativ unspannend. Wir gucken in die VP2 rein und da sieht man schon, also da brauchen wir einfach nur die Farben wirken lassen. So, und jetzt kann man hier aber auch mal mit einem differenzierten Auge reingucken. Man kann, wir wissen ja, wie unsere Orographie von Süd nach Nord abläuft. Ja? Also hier haben wir die hohen Höhen und hier haben wir die niedrigen Höhen. Und gucken Sie mal hier einfach nur, wie die Farben aussehen. Hier steckt ein Vertikalgradient drin. Auch hier steckt ein Vertikalgradient drin, nur auf einem anderen Niveau. Und jetzt gucken wir uns mal die letzten beiden vollständigen Dekaden an. Da ist er irgendwie nicht mehr da. Und genau diese Entwicklung geht nämlich mit was einher, dass exakt seit diesen beiden Dekaden ein sprunghafter Anstieg der sommerlichen Wärmebelastung nachgewiesen wird. Ich kann Ihnen in der Größenordnung sagen, nehmen wir mal das Beispiel Sommertage. Die sind zum Beispiel in der Dekade 91 bis 2000 im Vergleich 61-90 um 25% Flächenmittelsachsen angestiegen und in der Dekade 2001 bis 2010 um 43, also das sind richtig ernsthafte Hausnummern, das haben wir in der letzten Klimadiagnose rausbekommen. Und diese Entwicklungen gehen schon erstmal einher. Also wir finden, wir können hier Schlussfolgern, wir können es auch nennen, wir finden hier einen Indiz dafür, für eine Intensivierung des primär thermisch induzierten Starkregengeschehens. Und was auch noch wichtig ist, ich habe es hier unten klein hingeschrieben, Periodizität, Zyklizität gegenüber Niveauverschiebung, es ist immer eine Superposition aus sehr vielen Ursachen, wobei ich sagen muss, diese Ursachen auf dieser vergleichsweise kurzen Zeitreihe, 61 bis 2, zu separieren, ist sehr, sehr schwierig. Dafür müssten, wie das der Herr Schilling schon gesagt hat, die Reihen bedeutend länger sein. Ja? Gut, meine letzte Folie zum Zeigen, danach fassen wir nur noch ein bisschen was zusammen, dann sind die 5 Minuten, sind halt lange 5 Minuten, Entschuldigung. Ja, was ist das jetzt hier nochmal? Das Raummuster an sich ist wieder bekannt, aber was ist hier gezeigt? Ich wollte über einen unabhängigen Weg was zur Intensität in der Vegetationsperiode 2 sagen, bei Auftreten solcher Ereignisse. Ich hatte meine Intensitätsaussage, die ich bereits getroffen hatte, bezog sich auf übers gesamte Jahr gesehen. Ja? So, hier ist dargestellt der 24-Stunden-Regen, der aus statistischer Sicht einmal im Jahr auftritt. Ja? Wir haben hier ein Flächenmittel von 30,7 mm. Ist schon recht viel. Ne? Und jetzt, die Datengrundlage ist der Zeitraum 61 bis 2015, Vegetationsperiode 2. Und ich habe mir jetzt mal erlaubt, diesen Datenzeitraum auseinanderzunehmen und habe hier noch 81-2010 und 91-2015 mal separiert. Hier der Boxplot ist wieder die Verteilung hier über diese Fläche. Und diese großen Zahlen, das ist letztendlich die Abweichung des Mittelwertes, also hier dieses Kästchen, von unserer Referenzperiode 61 bis 1990. Und weil das eine Regenmenge pro einer Zeiteinheit ist, okay, mit Wahrscheinlichkeitsaussage, ist es ein Hinweis, also ist es eine Intensitätsaussage. Und diese, das spricht für sich, wir haben hier eine Zunahme des Mittelwertes um 14% beziehungsweise um 21%, das sind ernsthafte Größenordnungen. Ja. Gut, wir fassen zusammen. Und zwar,
wir brauchen für dererlei Untersuchungen, so wie ich es auch eingeführt habe, eine klimatologisch gesicherte Datengrundlage. Wir brauchen geeignete Definitionen und wir brauchen Verfahren, die Starkregen sichtbar machen können. Es geht um sichtbar machen können. Ja? Dann möchte ich noch eine Empfehlung mit auf den Weg geben, und zwar immer unabhängig arbeitende, funktionierende Verfahren zu verwenden, um sich mit seinen Ergebnissen zu plausibilisieren. Das ist beim Umgang von Niederschlagsextremen eine ganz wichtige Sache. Ja? Und was ich auch empfehlen würde, ein Turnus der Fortschreibung, weil das eben in Raum und Zeit so eine hochvariable Größe ist. Also empfiehlt sich immer eine Fortschreibung. Ich habe hier so einen Vorschlag von 5 Jahren gemacht. Ne? So, und was bleibt als roter Faden übrig, als Ergebnis mit Bezug auf Sachsen? Wir haben eine überwiegende Zunahme der insbesondere der Auftretenshäufigkeit und der mittleren Intensität im Jahr. Wobei wir innerhalb des Jahres Differenzierungen haben, sowohl in der Ausprägung als auch in der Fläche, das ist klar. Und das, was als starke Information rauskommt, ist, dass insbesondere die Zunahme während der Sommermonate und dass das mit einer Temperaturentwicklung einhergeht, des oberen Temperaturbereiches, das wollte ich damit sagen. Also die zugenommene Wärmebelastung im Sommer geht einher mit dieser Starkregenentwicklung. Ich hatte noch gesagt, was wir machen wollen. Und zwar wollen wir genau diese. Sie hatten ja jetzt ganz viele Abbildungen gesehen, wo immer nur verglichen wurde 8110 bis 1981 bis 2010. Das wollen wir gerne noch in diesem Jahr nachführen, sodass wir alle Karten, die ich Ihnen jetzt hier gezeigt habe, zwar vollständig, auch noch erweitern können, um den Vergleichszeitraum 1991 bis 2015, ist noch nicht 30 Jahre vollständig, ist okay, aber ist auf dem Weg dahin. Und dann wollen wir genau das, was ich habe Ihnen immer bloß sachsenrelevante Auswertungen, Zahlen genannt, wollen wir genau das für Teilgebiete, diese Auswertungen noch vornehmen. Das ist sozusagen eine Zuarbeit für unsere Planungsverbände oder für die Landkreise. Und das erfolgt alles in Vorbereitung für geplante Regionalveranstaltungen. Das steht dann hier so drin, wo wir dann dieses Material präsentieren wollen. Und das geht so ungefähr in der Größenordnung November diesen Jahres los. Und jetzt habe ich es aber. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Danke für den spannenden Vortrag zu einem relativ schwierigen Thema. Fragen, Herr Kollege Grassl, bitte. Was Sie zum Schluss gezeigt haben, heißt doch, dass die Zunahme der intensiven Regenereignisse nicht nur von der Temperatur direkt und stark abhängt, sondern dass auch die Clausius-Clapeyron'sche Gleichung überschritten wird. Und das ist doch eine ganz harte Äußerung, ja, für jeden, der sich mit Sielen in Städten beschäftigen muss oder mit Sturzfluten. Das haben Sie ein bisschen unterdrückt in Ihrer Äußerung. Also ich habe es genossen, was Sie gesagt haben, aber die Folgerungen, ja, aus Ihren letzten Folien sind dramatisch. Also ich hatte mir zum Beispiel mitgenommen aus Ihrem Vortrag, wenn mich jemand fragt, warum, ja, ich hätte sofort Clausius Clapeyron hier in den Raum geschmissen, hätte auf Sie verwiesen und da wäre der Haken dahinter gewesen. Ja. Ich muss Ihnen sagen, ich habe Geografie studiert. Nach diesem Outing noch eine letzte Frage. Bitte, wenn es geht, kurze Frage, kurze Antwort. Also wir kennen uns schon telefonisch, Mühlner, Landesbetrieb für Hochwasserschutz und Wasserwirtschaft auf Sachsen-Anhalt. Ich hätte jetzt eine kurze Frage, wie definieren Sie den Starkregen? Heißt das jetzt, also eine Verständnisfrage, heißt das, dass die Intensität über den ganzen Tag anhält? Dann kann es ja auch ein Dauerregen sein, ja, oder tatsächlich ja ein Wolkenbruch. Ja, das ist vollkommen richtig. Das ist noch ein Manko von dieser Studie, dass wir uns hier auf Tagesregen beziehen. Frau Winterrath, ist das richtig, dass Sie auch höher aufgelöste Aussagen bringen? Ja. Ja, das hat was mit der Daten. Hier ist die Datengrundlage, die hier drin steckt. Das sind Tagesniederschlagsregistrierungen. Da gibt es natürlich auch noch höher aufgelöste. Mit den höher aufgelösten Registrierungen, da kommen Sie natürlich nicht bis 1961 vor. Es gibt aus der Literatur auch
empirische Wettergeneratoren, die können das dann auch mal von Tageswerten runterbrechen, also über Disaggregierung. Sowas gibt es schon. Ich habe mir aber gesagt, okay, ich lasse mal die Datengrundlage robust. Und deswegen Tage erstmal. Es ging ja auch erstmal darum, dass wir lernen mussten, funktioniert die Methode, kommen hier belastbare Sachen raus, bevor wir uns dann irgendwo noch weiter im Kleinen verlieren. Da wird es ja dann auch alles immer ein bisschen kritischer. Na? Vielen Dank. Gut, danke. So, wir setzen fort. Es ging ja schon um höhere Intensitäten und da gibt es jetzt zwei Vorträge, die sich beide mit Radardaten beschäftigen. Zuerst Frau Dr. Tanja Winterrath vom DWD, hochaufgelöste Niederschlagsklimatologie für Deutschland zur nutzerspezifischen Analyse von Extremereignissen. Herr Becker hat ja schon darauf hingewiesen, dass mit Radardaten Dinge möglich sind, die mit Stationsdaten allein nicht möglich sind. Und ich freue mich schon auf den Vortrag.